Herzlich willkommen zurück im Autohaus Metzger zum zweiten Teil zum Mein Toyota-Konto einrichten. Wir haben jetzt bereits unser Benutzerkonto registriert und als zweites möchten wir ein Fahrzeug hinzufügen und unsere Daten in Mein Toyota weiter ergänzen. Als allererstes muss ich hierzu auf meinen Benutzer klicken und mein Profil erweitern. Wir brauchen die Kontaktdaten. So. Ich kann hier optional eine Telefonnummer mit angeben oder eine weitere Adresse. Das erleichtert uns als Toyota-Händler später dann, Sie zu kontaktieren, wenn Sie einen Servicetermin buchen. Was ganz wichtig ist, dass wir die Adresse ergänzen. Das tun wir jetzt. Und dann auf Aktualisieren klicken. Als weiteren Schritt können wir noch unseren bevorzugten Händler festlegen. Das erfolgt unter Meine Angaben. Einfach auf Händler festlegen klicken. Bevorzugt dann natürlich das Autohaus Metzger. Einfach über die Postleitzahl suchen. Händler auswählen und speichern unter Mein Toyota. Können wir einmal zurück. Und haben unser Profil ergänzt. Als zweiten Schritt gehen wir dann auf Mein Auto und können im unteren Bereich unseren Toyota hinzufügen. Das machen wir über die Fahrgestellnummer. Die finden wir im Fahrzeugschein unter dem Punkt E, die lange 17-stellige Nummer. Diese geben wir jetzt gemeinsam ein. Und gehen auf Auto hinzufügen. Er erkennt automatisch, um welches Modell und Motorisierung es sich handelt, anhand der Fahrgestellnummer. Hier haben wir jetzt einen RAV4 Hybrid. Dann gehen wir auf Ja speichern und können unserem Fahrzeug noch einen Namen geben. Und dann auf Weiter. Dann können wir einmal noch das Fahrzeug bestätigen, dass es auch tatsächlich uns gehört. Einfach im unteren Bereich auf dieses Fahrzeug bestätigen klicken. Und hier sehe ich dann auch nochmal, wo ich die Fahrzeugidentnummer im Fahrzeugschein finde, unter dem Punkt E. Und ich brauche dann noch zusätzlich die Briefnummer im Feld Nummer 16. Zur Bestätigung, dass es auch mein Fahrzeug ist. Diese tragen wir jetzt noch nach. Und bestätigen. Und dann wurde unser Fahrzeug bestätigt. So, jetzt haben wir unser Fahrzeug fest mit unserem Benutzerkonto verbunden. Und haben jetzt die Möglichkeit, weitere Service in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel uns eine Terminerinnerung zu setzen, wann unser nächster Service fällig ist oder unser nächster TÜV, können eine Erinnerung für die Verlängerung der Garantie setzen oder wann unsere Kfz-Steuer fällig ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Durchklicken unter Mein Toyota. Und wenn Fragen sind, freuen wir uns natürlich selbstverständlich jederzeit von Ihnen zu hören. Viel Spaß mit Ihrem Mein Toyota-Konto.